das? Stacey Flaswell. Ich dachte, wir wären schon beim Du. Das muss ernst sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Das Las Almas-Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell, Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das, Sie wissen das und genau deshalb machen Sie es. Wir müssen das verhindern. Wer ist mein Ziel? Major Hassan Ziani. Okay, wann? Heute Nacht. Ich habe eine Drohne angezapft. Habe alles im Blick. Da unten tut sich was, Alejandro. Migranten sind im Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerückt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hassan wegbringen. Okay, ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalte. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Boccia. Alejandro, lass Hassan nicht über die Grenze. Verstanden, Ende. Kommt er rüber, ist das die Zuständigkeit der USA? Dann müssen wir das wohl verhindern. Okay, herzlich willkommen zurück. Nächste Runde, Kampagne Modern Warfare 2. Viel Spaß. Sie, Colonel. Da, Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Oye, escucha. Das Kartell verlädt Hassan schnell. Wir kriegen sie noch, bevor sie drüben sind. Entendido. Die Mauer ist vor uns. Bereit machen. Das Las Almas-Kartell kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Und wenn Hassan rüberkommt... Taktikänderung. Stimmen. Ich zähle 4 Feinde. Ich sehe Hassan auf der Mauer. Mirda, er ist rüber. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen eingreifen. Despejado. Despejado. Watcher, das Ziel ist rüber. Er ist auf der Flucht. Wir folgen ihm. Colonel, das ist nicht ratsam. Sie haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Sichtkontakt. Negativo. Er ist weg. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Roger. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. Hassan will hier entlang. Komm. Da draußen ist jemand. Diese Wichser. Por acá. Hey! Was für eine Scheiße! El campo está libre. Muévete. Das Haus an der Ecke. Entendido. Sichtkontakt. Mach auf! Ich gebe Deckung. Was ist euch denn hier? Geh an die Tür. Spezialeinheit! Spezialeinheit! Schlafzimmer sicher. Weiter. Willst du auch runter mit der Waffe? Dich. Raus aus meiner Waffe! Ihr habt 3 Sekunden, um euch zu verpissen! Nein, nein, nein! Hassan ist weg. Wir müssen los. Watcher, wir sind in der Ecke Flores und Barajas.
Ziel bewegt sich westlich zu einem Lagerhaus. Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Roger, Ende. Eugen, ist da vor einer? Eugen, los, Beo! Kartell patrouillieren. Schalte sie aus. Alles sicher. Despejado. Schau, sie sind da lang. Alles klar? Es ist nichts. Und du? Alles gut. Erde. Hassan könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialeinheit runter! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun. Ich suche jemand anderen. A la verga, bewache sie! Der Mann, der eben hier durchkam. Wo ist er? Hey, ganz ruhig! Yesenia! Hände hoch! Ey, ey, ey! Fass ihn nicht an, verdammt! Ah, mierda. Watcher, schicken Sie Hilfe. Ein Zivilist ist verletzt. Rodolfo, auf geht's. Roger, welches Haus ist das Ziel? Fang mit den zweistöckigen Blauen an. Por qué? Das Überwachungslicht ist gerade ausgegangen. Lokale Polizei, lass mal an Bord. Tu einfach, was sie sagen. Wir klären das. Sofort! Tu gefälligst, was ich dir sage, oder ich knall dich ab. Kapiert? Vortreten! Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen. Ich habe kein Problem damit, dich zu erschießen. Colonel Alejandro Vargas, Spezialeinheit, wir verfolgen eine Terroristin. Gomez, warte. Das sind ihre Leute. Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden. Wo ist euer Verdächtiger? Wir haben ihn zugelassen. Was wird denn das jetzt? Komm her, Waffe, Waffe. Oh, 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 komm weg hier, weg hier. Wir müssen los. Greif an, wenn sie sagen müssen. Warum? Der steht an der Ecke und macht nix. Ah. Wir müssen los, zwei. Wann müssen wir los? Wo? Du suchst das Innere. Ich versperre die Ausgänge. Gute. Okay, die ist noch besser. Ich geh rein und du, ja, alles. Entrando. Alles gut. Aufmachen. Granada. Ja, toll. So geiler. Lernt man auch mal alle Waffen kennen, ne? So. Warum schreiten die auch? Okay. Laden. Was? Au. Gut. Hin.
Dein Glück. Den hatten wir ja gerade, deswegen. Na. No disparen! Achte auf Flüchtige. Alter, was hier? Voodoo-Ritual, oder? Habe ich jetzt. Ja. Ist schon durch. Geh in den ersten Stock. Kann ich nicht leiden hier mit den Türen. Bewege mich zum letzten Korridor. Oh, erster Stock. Er sitzt in der Falle. Glaube ich nicht. Genau. Komm. Ist der Alejandro. Verbrennt alles. Da ist er. Weißt du, wer ich bin? Du bist ein Terrorist, Pendejo. Ich bin Soldat. Und hier, um zu kämpfen. Nein. Wo ist denn der Anna? Lasst ihn brennen, wie Gorbrani brannte. Wo ist denn der andere jetzt? Wie ist dein Status? Rodolfo, ich gehe jetzt rein. Ja, komm. Nicht. Ich komme nicht raus. Rodolfo, wo bist du? Hör zu, Hassan ist nicht hier. Wie es aussieht, bringen sie ihn weg. Rudi! Rudi? Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Halt durch, Bruder! Ja, zum Glück. Komm, und raus. Und raus, komm. Gut. Yippie, geschafft. Heldentum. Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt, Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht, wie viele und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen. Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung. Ich versuch's, sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Shadow Company. Alejandro! Sergeant McTavish! Nenn mich Soap! Lieutenant! Laswell sagt, alles sage ein Ghost. Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist genug. Willkommen in der Stadt der Seelen. Na prima. Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexiko. Das sind Las Almas. Shepards Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Gut. Wo ist Hassan? Kartellunterschlupf. 10 Kilometer. Steigt ein. Ramon, Momanze! Javier! Ja. Das ist mein Stellvertreter, Sergeant Major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Kannst du Spanisch? Nein. Das wirst du. So, eine kleine Tour durch die Stadt. Weißer Truck, viel bewaffneter. Hey, tranquilo. Ruhig. Das ist normal hier. Waffen auf der Straße sind Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut, also rekrutieren die Narcos-Soldaten. Und euch nicht? Wir sind von hier.
Wir sind los Vaqueros, die Cowboys. Wir lieben die Stadt und wir würden für sie sterben. Kinderwaffen und Ballons. Mal was Neues. Die Narcos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern? Narcomantas. Kartelldecke. Warnungen von El Sin Nombre. Markierung für San Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Wer ist Sin Nombre? El Sin Nombre. Der Namenlose. Der Anführer des Las Almas Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nicht. Keiner weiß, wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber los Vaqueros mögen es schwierig. Mit deiner Maske hast du gut hier rein, Ghost. Oje, Kamera. Ja. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts, wir weichen aus. Wieso? Einige Truppen gehören zu El Sin Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. Das Hotel versteckt Hassan in einem Dorf hinter dem Fluss. Hoffentlich ist er da noch. Frau Welle. Toll. Leute, bevor es richtig losgeht, an der Stelle machen wir einen Cut, dass wir in die nächste Mission schön eintauchen können. Wo halten Sie denn Hassan? Bis zum nächsten Mal. Servus. Am Stadtrand.